So, jetzt sieht ja alles ein bisschen rosa aus, nicht wahr? So, jetzt sieht ja alles ein bisschen rosa aus, nicht wahr? Jetzt höre ich mich schon wieder selber, weil ich meinen fucking eigenen Stream. So. Perfekt. Ich spiele jetzt auch gleich über den OBS-Stream. Da sehe ich wesentlich mehr. Ich danke auf jeden Fall für den Tipp. Ach, hier war ich eben schon drin. Siehst du? Bei Helligkeit sieht das auch nochmal alles ein bisschen anders aus. Da in dem Kackgebäude war ich, glaube ich, noch nicht drin unten. Doch, hier ist die Banane her. Ja. Aber oben war ich noch nicht. Ich habe die Räume auch anders in Erinnerung, ne? War hier nicht mal Massen an Loot? Ich hatte damals bei DayZ schon mal Gamma und Helligkeit hochgestellt, auch immer, wenn Nacht war, im Spiel selbst. Das hat dann aber irgendwann nichts mehr gebracht. Geht das jetzt wieder oder was? Das Coolste ist immer, ich warte immer auf die Antwort und vergesse dabei die Verzögerung, die ihr habt. Ich sage es jetzt und ihr hört es irgendwie 15 Sekunden später. Rennt da vorne hin? Nö. So, noch zu. Hier gibt es jetzt die Tonnen an Loot. Den goldenen Hahn der Daisy Loot. Hier ist nichts. Mann. 10,4 Sekunden bei mir. In Zellenbeck. Ob der noch so. Ob der noch so steril ist? Ja. Meine Internetleitung macht das ja zum Glück gut mit, ne? Ist das sonst nicht die Regel? 3000 Kilobit Streams? Ja. Dann weiß ich das ja jetzt auch. So, jetzt bin ich ja schon langsam bei den Hochhäusern. Nein, ihr braucht keine Sorgen machen. Ich werde da nicht reingehen. Ich durchsuche die Hochhäuser nicht. Da bin ich schon Stunden drin verbracht. Es ist einfach nichts da. Ach so, das leckt dann bei Zuschauern. Mehr als 2000 Kilobit lässt mich Twitch aber nicht streamen. Also es kommen eigentlich nur 2000 an oder was? Das ist ja auch blöd. Wenn die mich dann nicht streamen lassen, warum schraube ich denn auf 3000 hoch? Nee, ich bin nicht gepaart. Ach so. Dann kann ich das ja, bis ich gepartnert bin, auf 2000 runtergehen, wenn ich jetzt eh. Aber. Ich frage nicht nach. Da sind schon wieder so viel zu viel Zeug, was ich nicht weiß. Ich meine, er sagt ja gerade, ne? Unser Amplitude, dass ich mit 3000 Kilobits streame.
Wie stellt er das jetzt fest, dass ich mit 3000 Kilobit streame, wenn ich gar nicht mit 3000 Kilobit streamen kann? Das ist jetzt die Frage. Das ist jetzt die Frage. Okay, das Wort gepartnert, das ist aber an der Art hier auch gut. Das kannte ich auch noch nicht. Ach so. Da denn? Ach so. Ich lasse halt jetzt auf 3000. Ich habe da bis jetzt die besten Erfahrungen mit gemacht. Da reicht aus, mich. Oh. Oh, guck mal. Ein Hunting Jacket. Jacket. Jacket vor allen Dingen. Die hat mehr Slots. Die hat einfach mal mehr Slots. Die ist aber, glaube ich, ist sie wasserdicht? Ich glaube nicht, ne? Ich nehme den Raincoat mal so mit. Nimmt ja nichts weg am Platz. Haha, was ist denn jetzt gerade bei meinem Bildschirmaufnahmeding falsch gelaufen? Ihr seht das jetzt ja wahrscheinlich so wie ich im OBS. Da ist. Normalerweise ist das Bild nicht komplett über die Daisy Standalone und YouTube-Kram, Gunshot88.de, über den Gedöns mit drüber gezogen. Das seht ihr jetzt auch gerade so. Das ist jetzt bei mir kein Anzeigefehler, ne? Okay. Ja gut, da streiten sich jetzt wieder die. Ich dachte bloß, es ist unangenehmer, wenn da jetzt so Sachen in dem Dings drinne sind. Also jetzt hier, was ich das Daisy Standalone Dingen und hast du nicht gesehen? Im Chat würdest du auch weglassen? Mach doch nicht alles zunichte, was ich da gestern eingearbeitet habe. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh, ich dachte manchmal, ne? Ja, den Chat. Ja, das kriegen wir alles hin. Das kriege ich so schnell weg, das Scheißding. Warte mal. Wo haben wir ihn? Chat. Piep, weg ist er. So. Mein Gott, ihr könnt natürlich auch. Ich kann das auch nochmal eben ganz anders machen. Ups. So. Ich lasse es jetzt mal so. So. Wird ja immer größer hier. Ja, ich hatte das vorher eigentlich auch komplett. Mit ganzem Bildschirm und dem ganzen Quatsch. Und dann wurde mir gesagt, ich sollte das doch kleiner machen. Weil ich dann die Sachen da noch mit reinknallen kann, wie den Chat und den ganzen Quatsch. Jetzt höre ich es wieder andersrum.
Aber euer Wunsch ist mir Befehl, ne? Ich mache das ja nur für euch und nicht für mich selbst, natürlich auch, aber ich gucke mir halt eher selten selber zu. Ich spiele ja nur. So, jetzt beginnt noch mal ein bisschen Laufstrecke, bis ich im nächsten Dings bin. Dann mache ich mal ganz kurz Autolaufen an, wenn es euch nicht stört. Kaffee wird auch nicht wärmer, ne? Puh. Wo ich ja gerade mal so ein paar Profis hier habe. Ich finde, oder man findet mich bei Stream nicht. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe es direkt vergessen. Ich finde, also wenn ich das in der Suche eingebe bei Twitch, listet der mich nicht. Aus irgendeinem Grund. Bin ich noch zu frisch? Ich habe noch einen alten Twitch-Account gehabt, worüber ich damals gestreamt habe, aber den habe ich eingestampft, weil der Name einfach nicht gepasst hat. Und auch das, was da lief, nicht. Und jetzt habe ich das neu gemacht und ich, keine Ahnung, nur über den direkten Link. Was heißt klar? Man findet mich oder was? Renne ich jetzt an der Kackstadt vorbei? Ich habe dich über die Liste gefunden. Lol. Ich habe gestern erst selber gesucht, beziehungsweise auch ein Mate von mir. Der hat mich nicht gefunden. Dem wird Gunshot88 angezeigt und allen möglichen anderen Kram, was aber alles nicht ich bin. Aber ich halt nicht. Auch nicht schlecht. Auf Platz 5 sind so wenig Leute gerade am DayZ-Stream, oder was? Noch eine Banane. Nee, übers Handy nicht. Über PC ganz normal. Gar nicht verstehen. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass massig Leute hier gerade DayZ streamen oder so, gerade Deutsche. Haben die alle keine Lust mehr? I feel damp, ich sag's ja. Ich sag es ja. Ja, wie soll ich das jetzt mal? Ich werde gleich noch ein bisschen was essen gehen. Platz 28. Ne, der muss ich ja öfter Desi-Videos bringen. Wenn da so wenig Sub. Oh, Leute. Oh nein, nicht in Türkis. Nicht in Türkis. Es musste die Farbe sein. Die Farbe. Naja, ist größer. Ich will mal nicht rummeckern. Ja, wir haben 2:30. Das ist doch keine Uhrzeit, Mensch. Also wirklich. Jetzt hängt mir das Ding wieder fast im Gesicht, ne? So. Gesehen
Gehst du nach deiner Zigarette ins Bett oder nach meiner? Weil meine kann ewig dauern. Vor allem, weil sie immer wieder ausgehen hier bei dem ganzen Gequatsche. Da konnte ich nicht drüber springen, Jo. Hier war ich eben schon drin. Ihr seht das ja. Ich muss echt über den anderen Bildschirm spielen, ne? Da gucke ich aber die ganze Zeit so blöd nach rechts. Da sehe ich aber wenigstens alles. So. Wer von euch kann mir jetzt sagen, ob ich der Straße da folgen muss oder nicht? Ich denke ja. Weil irgendwie ist Nowomitrowsk noch nicht ganz da gewesen. Ich bin bestimmt durch diesen. Ich weiß leider den Namen von dem Vorort nicht mehr. Aber ich denke, es wird der Vorort gewesen sein. Das ist das Ding mit den Regalen, ne? Haben wir was? Was haben wir da? Eine Axt. Siehst du, ich habe die ganze Zeit noch gar keine Axt gefunden. Ohne Axt ist immer schlecht. Ich bin durstig. Na denn. Solltest du was trinken, mein Junge? Habe ich was dabei? Natürlich habe ich was dabei. Mitten auf der Straße vor allen Dingen. No risk, no fun. Fand ich letztens auch zu gut. Warte mal, ich sehe gerade, du benutzt schon einen Chatbot. Ja. Warum? Ist das schlecht, dass ich schon einen benutze? Oder inwieweit. Sprichst du das jetzt an? Wieso, weshalb, warum? Ich habe dem. Wird das nicht permanent gespeichert? Ich bin der Meinung, ich habe dem vor 2 Tagen die Moderatorrechte gegeben. Lol. Gut. Dann werde ich das auch gleich nochmal machen. Man lernt ja nie aus, ne? Wie gesagt, ich streame jetzt aktiv seit. Könnt ihr ja sehen, wann das erste Video hier hochgekommen ist. Das war ja irgendeins von Counter-Strike Global Offensive, glaube ich. Zu lang stream ich da noch nicht. Und mit dem Bot-Kram und den ganzen Quatsch, das soll ich mir Opus erklären dann lassen. Ja, an dir wird es ja nicht liegen. Denke ich. Dann bin ich wohl nur ein normaler Zuschauer. Scheiße. Jetzt komme ich nicht an Aschenbecher ran. Ja, das werde ich auf jeden Fall nachher dann nochmal korrigieren.
Dann habe ich da wohl was falsch gemacht, als ich das letztens eingestellt habe. Hier ist ja nochmal so ein Haus. Das ist nochmal die Hunting Jacket Summer. Und hier habe ich die Hunting Jacket Autumn. Wie sieht denn... Jetzt hat er die eingepackt. Ich wollte mal wissen, wie die aussieht. Die sehen alle so behindert aus irgendwie, ne? Naja, ich nehme die Autumn lieber. So, hier ist jetzt dieses riesen Schulgebäude. Ein Kran. Mach's noch lange. Was war denn das? Was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt geschrieben die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Ich gucke jetzt hier noch ein bisschen rum. Ob ich noch ein bisschen was finde. Wie spät haben wir das? 20 vor 2. Ich entscheide das immer spontan. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube, ich werde Novomitrovs Konsole noch gut durchlooten. Und wenn ich das durch habe, dann werde ich, glaube ich, auch das beenden. Ich muss morgen auch wieder zur Arbeit. Weil eine Stadt komplett durchlooten, dann reicht auch erstmal. Und dann wird es dann weiter, wo ich dann hin. Dann werde ich als nächstes meine Military Base abklappern. Das dann aber wahrscheinlich morgen. Dann mal gucken. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass man das bei DayZ nie sagen kann. Ich habe lange, lange Leertaste und drei Sternchen. So. Aber wie gesagt, bei DayZ kann man das nie sagen. Das wird euch ja bestimmt auch mal so gehen. Man sagt, man setzt sich da jetzt so, boah, ich mache heute bis so und so und dann auf einmal passiert irgendwas. Und auf einmal hängst du nochmal 2 Stunden länger da, als eigentlich wolltest. Ist ja nicht so wie bei Counter-Strike oder sonst irgendwas, dass er dann direkt sagt, so, nach dieser Runde gehe ich offline. Das funktioniert auch. Ich danke dir. Hier war ich eben schon wieder drin, ne? Ich darf nicht nach rechts gucken nebenher. Das sieht da rechts alles ein bisschen anders aus als hier. Aber so ganz ohne Zombies ist es echt ein bisschen doof, ne? Ist ja gar keiner. Jetzt könnte ich mich wenigstens mit einem Zombie unterhalten. So, ey, wie war es so, bevor du dich verwandelt hast? Wie genau ist es dazu gekommen? Würden wir uns zusammen ins Lagerfeuer setzen? Das wäre schon schön. Ich laber eine Scheiße um die Zeit, ne? Oh. So, jetzt bin ich doch langsam da. Ich nehme nochmal kurz das Kachel, das ziegelfarbene Gehäuse. Das ziegelfarbene Gehäuse. Oh, jetzt FPS-Einbruch. Junge. Oh, eine stylische Brille. Was soll ich dazu sagen? Pristine, die Joey X-Brille. Jetzt fehlt gleich nur noch das Blade-Schwert und dann habe ich alles. Dann bin ich voll ausgerüstet. Ja, nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Also siehst du, hier habe ich letztens auf der Treppe oben meine Waffe gefunden. Okay, diesmal ist nur Essen da.
Jo, alles klar. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Und dank dir. Man sieht sich, ne? Und danke für die Tipps noch, ne? Bevor ich das vergesse. Ich werde sie beherzigen. So gut ich kann. Sag mal, Amplitude, du hast ja gerade mitgeguckt, ne? Kannst du mir nicht mal Bescheid sagen, wenn ich wieder in die falsche Richtung renne? Ich krieg das selbst manchmal erst zu spät mit, wenn ich so denke, ey, warte mal, bist du da nicht gerade vorbeigelaufen? Und dann gucke ich so in den Chat, oh, sagt keiner was. Dann muss es ja wohl richtig sein. Ich verlasse mich da drauf. Mensch. Es war. Ich möchte wetten, du hast bestimmt auch nicht so drauf geachtet, ne? Aber wenn du drauf geachtet hättest, wäre dir schon aufgefallen, dass ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich in so eine neue Stadt reinrenne, bestimmt fünfmal, nein, nicht fünfmal, aber bei jeder Stadt einmal wieder umdrehen muss, weil ich wieder in die Richtung renne, in der ich gerade hergekommen bin. Dabei habe ich dir mit dem Kompass geholfen, ja. Das stimmt allerdings. Was wäre ich nur ohne den Kompass gewesen? Dann würde ich jetzt wahrscheinlich immer noch ins Svetlojarskog rennen. Und mich immer wieder wundern, warum die Stadt immer noch gleich aussieht. Green Hiking Jacket. Und Green gibt es hier auch. Kannst du mal sehen. Meine Zigarette ist schon wieder ausgegangen. Das fände ich auch noch so gut. Kennst du die Spiele, wo du mit Maus hinklickst, wo du hingehen möchtest? Das fände ich jetzt so bei Daisy auch ganz cool. Als Raucher. Und dieses Mikrofon. Es regt mich so auf, ne? Das hat zwar eine super Qualität, obwohl ich sagen muss, mein Sennheiser-Headset hat ungefähr die gleiche. Ich höre da nicht so viel Unterschied raus. Aber jetzt ist es nun mal so. Ich stelle das jetzt nicht nochmal um. Am Ende stürzt hier wieder was ab. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, hat man dann Ewigkeiten keinen Ton mehr über den Stream bei mir gehört. Und dann kommen wir wieder zu dem Spruch, den du gesagt hast, ne? Never touch a working stream, ne? Hallo, ich möchte hier durch. Entschuldigung. Danke. Ein Makarov. Halt, da war noch was. Ein Blaze Double Rifle. Hat die jetzt hier im Kofferraum, oder was? Ich bin normalerweise auch halt ein Headset-Streamer, ne? Also ein Headset-Streamer. Ich habe bis jetzt alles bei YouTube auch immer aufgenommen mit dem Headset. Und wirklich, die Qualität ist minimal unterschiedlich. Es kommt halt immer darauf an, was man nimmt. Aber Sennheiser hat mit diesem, was ist das? Das PC 360 Game Headset oder so nennt sich, schimpft sich das Teil. Eine übelst gute Arbeit geleistet. Also da bin ich sehr gut mitgefahren. Auch wenn andere Let's Player hier andauernd irgendwelche Headsets da hoch hinausheben von Biodynamic oder sonst irgendwas. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Qualität wesentlich beschissener finde. Ah, jetzt ein Spite. Wieso? Und immer wieder geht die Kippe aus.
brauchst dich da wieder. Oh, ein Röckchen, falls ich jemanden finde, um mich zu verkleiden hier. So, jetzt bin ich doch aber langsam. Jetzt bin ich doch da. Ich habe jetzt gar nicht auf ein Ortsschild geachtet. Bin ich jetzt in Nowomitrowsk? Oder wo bin ich? Was sagst du? Das ist so gewollt, ja. Mein Hund träumt schlecht. Alles gut? Der liegt da wieder so ein Häufchen Elend, ne? Ja, ich höre schon auf. Aber wenn du es mir nicht sagen kannst, so leid es mir tut, ich kann es dir auch nicht sagen, wo ich bin gerade. Ich brauche ein Ortsschild. Ich brauche ein fucking Ortsschild. Mir kommt mir nichts bekannt vor, weil hier andauernd immer neue Gebäude kommen. Das Ding hat hier schon mal gestanden. Ich brauche einmal bitte ein Aufklärungsflugzeug bei Koordinate 37A, 75 Nordwest. Jetzt. Bitte. Oh, jawohl. Das war auch nicht unbedingt in grün, aber er ist wieder 10-mal größer. Nicht wasserdicht, das mag sein, aber das interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Weil ich halt nur mal Messi bin, brauche ich Platz. Riders Jacket. Oh, jetzt Motorrad. Helme waren ja hier genug. Na, gehst du auf? Den Kochtopf. Wie schon wieder aus. Ich raste aus. Nee, das ist hier. Aber das sieht so anders aus mit einer Baustelle. Und was ist da hinten? Eine Fire Station. Ja, ist nicht klar. Wo bin ich jetzt? Ich könnte jetzt natürlich wieder eine Nota Cola. Das ist jetzt wieder so ein Auto, wo übertrieben viel Essen drauf rumliegt. Doch relativ viel Loot hier noch, ne? Das ist die Police. Das ist nicht in Nowomitrowsk. In Nowomitrowsk steht die. Jetzt ist hier gerade bei mir scheiß Antivira-Werbung aufgeploppt, weil ich im Fenstermodus zocke. Muss jetzt mal wieder wegmachen. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich bin, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Ich bin doch noch nicht so weit gen Westen gelatscht, oder? Das kommt mir hier alles bekannt vor, aber Makarov. Ich sammle jetzt hier auch wieder schon 10.000 Sachen. Und am Ende werde ich wieder
Und irgendwas. Jetzt bin ich an der Police auch noch vorbeigelaufen. Da muss ich doch reingucken. Wegen dem Police-Stuff. So, jetzt reicht's. Severo? Münze. Ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Jetzt, wo du das sagst. Südlich gelegen. Na, ich will gleich mal gucken. Ist ja auf jeden Fall schon mal zumindest ein bisschen mehr an Loot hier als in den anderen Gegenden bisher. Obwohl die hier wieder die Enttäuschung groß schreibt. Hier könnte ruhig mal was Attraktiveres rumliegen. Ah, eine CR-75. Mac da. Anti-Stab-West. Weil da muss ich das Ding ausziehen. Ne, da ist mir das Holster wesentlich wichtiger. Platz sparen ohne Ende. Orel, Orel, Orel. Hier liegt nur. Ja. Was wundert es mich denn? Ist ja klar, dass hier Police-Zeug rumliegt. Aber auch wieder weniger, als ich das sonst gewöhnt bin. Haha, jetzt könnte ich dich natürlich ärgern, wenn ich jetzt das Licht anmache bei dem Gamma. Der geht's ja richtig ab. Na gut, so schlimm ist nicht. Es sieht bloß einfach mal 5 Milliarden mal künstlicher aus als bei mir. Alter. Aber man sieht wieder Farben. Warte mal. Wolltest du mir nicht Bescheid sagen, wenn ich wieder rückwärts laufe? Das ist wieder herrlich. Ich glaube, ich mache das Licht wieder aus. Bei dir sieht es nicht unbedingt schick aus. Und ich sehe in der Entfernung noch weniger. Sag mal, ist er nicht? Halt. Ich hab mich gerade wahrscheinlich wieder vor mir selbst verjagt. Ist immer so super, wenn du so Schritt hörst, ne? Und am Ende warst du es selbst. Server down. Jetzt kann ich den Gamma gleich wieder runterstellen. Weil. Server restart. Gut, dann werde ich mal Gamma wieder einstellen. Ansonsten kriegst du gleich einen Flash.
So, dann warte eben kurz, dann muss ich.